Und ich sehe ihn nicht mehr. Nee, da. Da. Hä? Ach, da. Was machen wir? Gegner. Okay. Bevor du mir Ärger machst, da könnte ich noch mal kurz Objekt Zaubertrink. Ich könnte eigentlich auch was essen, ne? Wo wir schon so viel irgendwie. Ich stell das mal. Okay, Zaubertränke. Ich dachte jetzt wegen dem Gewicht wäre das eigentlich ganz nett. Hatte ich nicht auch einen Heilzauber, den ich irgendwann mal erfolgreich angewendet hatte? Mit dem Drachen, sonst wäre die am Ende tatsächlich noch gestorben. Wäre natürlich nicht so cool. Und jetzt? Alle Macht für mich. Au. Drachenseele aufgenommen. Jetzt sag mir nicht. Oh, verdammt. Der hat ja da sind ja Drachenknochen drin. Drachenschuppen und Gold. Sag mir einer, wo das Pferd hin ist. Obwohl. Hehe. Ich bin direkt hinter euch. So. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ja, du hast irgendwie so ein paar bescheuerte Sachen dabei. Ich würde dir geben Zutaten? Nee. Sonstiges. Wie wäre es einfach mal mit Bruchstein? Und zack, bin ich. Geht ihr voran? Kiloweise leichter. Trotzdem wäre ein. Was ist mit ihr los? Ah, sie kann auch noch gehen, rennen, laufen. Wie auch immer. Wo ist mein Pferd? Ist doch jetzt, diesmal ist es doch nicht gestorben, oder? Mal gucken. Wir können ja hier auch oben rauf. Oh. Hier geht's noch weiter hoch und noch weiter zu einer anderen Richtung. Sehr interessant. Kriegsaxt, nein. Zaubertrank, winziger Seelenstein. Die Schuhe und die Axt interessieren mich eher weniger. Das ist interessant. Warte, war da nicht. Das war der Aussichtspunkt. Vielleicht komme ich ja von außen da rein. Ich würde darauf wetten, dass es schwer wird. Aber. Naja. So schwer dann auch wieder nicht. Novize. Gut. Lederhelm. Braucht denn sowas? Okay, das ist eine. Oh. Ja, man sollte nicht unbedingt hier runter springen, laufen. Wie auch immer. Gut, dass ich da noch hinkomme. Es ist. Wow. Es ist schön. Unerwartet schön. Jetzt könnte ich nochmal hier. Ach so. Ach so, das ist, Alles klar.
Das ist immer noch reingezoomt, das Ganze. Oh, guck mal einer an. Da haben wir Vogeleier gefunden. Achso, wir sind ja jetzt beides hoch. Jetzt wieder runter. Dann ist jetzt die Frage. Eigentlich müsste ich ja wieder... Es müsste ja von beiden Seiten irgendwie machbar sein. Oh, was? Wieso seufzt sich denn? Außerdem müssten hier eigentlich noch mehr Vampire zu finden sein. Oh, jetzt kann ich auch das Schwert mitnehmen. So. Muss nur dran denken, dass die noch die Steine dabei hat. So, hier hatten wir ja soweit alles untersucht. Gehe ich doch mal aus, dass ich jetzt hier nichts großartig übersehen habe. Und wie das aufgeht. So. Klar, da kannst du schon ein paar Leute drauf opfern, das ist ja klar, aber das ist dann so, oh, guck mal, den haben wir übersehen gehabt, dass das dann so effektiv ist, weil wenn du in der Mitte stehst, hast du ja die besten Chancen, sogar unverletzt dadurch da wegzukommen. Das heißt ja natürlich, die Speere wären vergiftet und die würden dich dann irgendwie... Oh. Die würden dich dann irgendwie hier, keine Ahnung, anbieten oder so. Und dann wärst du eben ein bisschen gelackmeiert. Oh, eine Kammer, die wir. Weißt du mich? Stiefel, Strüpenstiefel. Da noch auch gerade. Moment. Da. Nee, ich hatte gedacht, ich hätte Stahlstiefel. Feine Stiefel. Gewicht 8, Wert 55. Guck mal hier, Pelzgefütterte. Hinten stehen die teuren Schuhe. Naja, gut, nicht alle sind teuer, aber da wären es zum Beispiel noch welche gewesen. Schäbige Stiefel. Das sind schäbige Stiefel? Sieht eigentlich ganz cool aus. Naja, gut. Ah, nee. Puh. Okay, dann eben nicht. Lydia, komm rein. Ich will an der Kette ziehen. So einfach kann es gehen. Da oben waren wir schon. Das hat ja nur die Tür da geöffnet. Das hat das Tor geöffnet. Und Lydia kommt schon wieder nicht mit. Was geht denn hier ab? Die ist doch hier mittlerweile. Hey, passt ein bisschen auf. Was macht ihr denn da? Versuchen dich dazu zu bringen, dich zu bewegen. Ich warne euch nicht noch einmal. Das ist so merkwürdig. Die bewegt sich aber auch kein Stück. Hey, passt ein bisschen auf. Aufhören. Wenn du dich nicht bewegst. Was ist denn hier schon wieder los? Oh, komm schon, im Ernst. Jetzt hier die Kette ziehen, dass du dich wieder bewegst. Anscheinend ja nicht. Stecken wir mal die Waffen weg, vielleicht ändert das was. Bin immer noch da. Na schön. Was denn?
Was braucht ihr? Gut, verstanden. Na also. Braucht ihr mich noch? Ich gebe euch Deckung. Ihr geht vor, ich folge. Wäre schön, wenn du tatsächlich... Ja, sie folgt mir wieder. Wunderbar. Okay. Muss gleich nur aufpassen, dass sie mir dann hier auch weiterhin folgt, weil sie da ja schon mal stehen geblieben ist. Jetzt verarscht sie mich doch, oder? Wo ist die denn schon wieder? Die ist bestimmt gegen irgendeine blöde Ecke gerannt und kam nicht weiter. Ja, gut, dass du da... Moment, da muss es einen anderen Weg geben. Ich bin ja... direkt hierher und hab die zwei abgeschossen. Ja, ich war hier in dem Teil. Sieht so aus wie eine Tür, echt merkwürdig. So, und hier oben war die Folterkammer. Genau. Verwirre ich mich jetzt selber und ich bin da schon reingekommen? Das hier einfach nur versaut, indem ich irgendwas übersehen habe. Klar, ich bin nicht zur anderen, ich bin zur einen Seite losmarschiert und habe da nicht mehr an die andere gedacht. Pelzstiefel. Wieder Helm. Ach so, ich wollte irgendwas mit Armband, aber es ist tatsächlich ein Helm. Diese Eisentür. Okay, auch ein leerer Sarg. Das war jetzt nicht spannend. Die fallen ja einfach nur auseinander mit dank meinem schönen Schwert. Oh, da oben ist noch ein Ausgang. Sag mal, hat hier irgendwer was versteckt? Das wäre doch ganz interessant hier oben irgendwo. Hm, sehe aber nichts. Na gut. Ja. Ich wollte ja sagen, bevor die vor mir wegrennt. Das wird interessant. Ja, warum haben wir das klar? Dass da irgendwie was losbricht. Moment. Okay, jetzt müssen die Flammen ausgehen. Gut. Bin immer noch da. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Kann ich da? Also dort kann ich dir nicht den Befehl geben. Aktivieren. Griff. Gut, verstanden. Ich laufe in der Zwischenzeit hier rüber. Gut, sie wartet dann da. Nehme ich doch mal an. Ah, sie ist durchgelaufen, alles klar. Jetzt hat mich so ein Eissplitter erwischt. Ihr Meister. Hoffe ich mal, dass nicht. Dass die Lydia da irgendwie gebissen wird oder was abbekommt, in welcher Form auch immer. Was haben wir denn hier? 2920, zweiter Start, Band 5. Redekunst verbessert auf 42. Und ich bin auf Stufe 25 aufgestiegen.
ihn. Interessant. Okay, es ist tatsächlich ein sehr langes Buch, wenn man sich wirklich... Ist das eine Geschichte? Oha. Zweiter Start. Okay, das war's. Ich nehme es mal mit. Ich dachte, das wird nicht mehr crashen.